Hey meine Lieben, heute drehe ich ein Get Ready With Me to School. Das heißt, wie ich mich morgens für die Schule schminke und wie ich mich fertig mache. Und das Erste, was ich immer sehe, ist das schöne Sonnenlicht aus meinem Fenster. Und ich hatte an dem Tag um 10 oder um 11, deshalb 8.18 Uhr bin ich aufgestanden. Checke dann immer diese App, das nennt sich Code Daily. Und da stehen dann immer so Zitate, die mich immer motivieren. Und das war das Zitat für den 27. Februar, also super motivierend und ich liebe es. Danach checke ich normalerweise immer Instagram, gucke mein letztes Foto und gucke dann einfach, was ihr so kommentiert habt und das macht mich glücklich. Und dann checke ich natürlich das Wetter, 0 Grad, trotzdem Sonne. Und dann stehe ich auf und manchmal muss ich mich echt dazu zwingen. Und das Erste, was ich immer tue, ist schön Wasser trinken, denn dann fühlt ihr euch gut. Und dann habe ich jetzt hier meine Flauschi-Socken und jetzt mache ich den Pinguin-Dance. Im Bad angekommen, putze ich mir natürlich die Zähne und das ist die Zahnpasta, die ich zurzeit benutze. Das ist die Colgate Max White. Und dann reinige ich natürlich meine Haut mit diesen Produkten, wenn ihr eine Skin-Routine haben möchtet, in die Kommentare. Und dann gehe ich wieder back in my room. Das Outfit für die Schule sollte eigentlich wirklich bei mir locker sein. Richtig locker und gemütlich und schön warm. Und normalerweise sind das so Sachen, die aus dem Pullover, Hemd und einer Jeggings bestehen, weil das ist so mein Basics im Winter. Und wenn ich mir jetzt hier meinen Lieblingssong anmache, mein Deo danach auftrage und schön ready werde, dann geht's zum Make-up. Zuerst binde ich so die ganzen Haare zurück, damit die mich nicht nerven und damit ich schön arbeiten kann. So, und als Erstes trage ich eine Tagescreme auf, damit das eine sehr, sehr schöne Base bildet. Und meine Haut ist heutzutage unter den Augen sehr, sehr trocken. Deshalb trage ich die da sehr, sehr gründlich auf und ich sage viel zu oft sehr. Meine Lieblingsfoundation zurzeit ist die Photo Finish von Catrice und die trage ich jetzt gezielt unterm Auge auf, tupfe das so ein bisschen und trage die auch nur wirklich da auf, wo ich ein bisschen Rötungen habe und wo ich ein bisschen, ja, Abdeckung brauche. Das Ganze verblende ich dann mit dem Stippling Brush von Zoeva und ich liebe den, benutze den täglich und mit dem geht es auch ganz, ganz schnell. Mit dem Lidschatten Espresso von Mary Kay fülle ich mir jetzt meine Augenbrauen und ich glaube, man hört meine Familie, es tut mir leid. Und meine Augenbrauen zu füllen, verleihen meinem Gesicht noch diesen extra Rahmen. Deshalb tue ich das wirklich jeden Morgen. Es geht auch ganz, ganz leicht und ganz, ganz schnell. Und ganz ist jetzt mein nächstes Lieblingswort. Mit einer Augenbrauenbürste bürste ich da jetzt kurz durch meine Augenbrauen, damit das neutraler aussieht. Und jetzt nehme ich meinen Puder und das ist von Mary Kay. Den trage ich mit einem großen Zoeva Puderpinsel auf, genau da, wo ich die Foundation aufgetragen habe. Denselben Puder habe ich auch in einer ganz, ganz dunklen Nuance. Deshalb trage ich diesen jetzt als Bronze auf und zwar an den Wangenknochen und dort, wo ich es halt so für mich nötig habe. Anschließend nehme ich mir einen Blush, der ist auch von Mary Kay, ein sehr, sehr rosiger Blush und super schön für den Alltag und den trage ich auch auf. Dann nehme ich mir den Highlighter von der Beauty Beats LE von Essence und trage den mit so einem Federbrush von Zoeva über die Wangenknochen auf, über diese Nasenbeinbrücke und ja. Yeah. Hier trage ich die Eyeshadow Base von Essence auf. Ich liebe diese Eyeshadow Base und die verteile ich über das gesamte Augenlid und am unteren Wimpernkranz. Die erste Farbe ist die Farbe Hazelnut von Mary Kay und den trage ich mit einem Blenderpinsel direkt in die Lidfalte auf. Die Farbe ist so schön, einfach so ein ganz helles Braun, das so die natürlichen Konturen wiedergibt und ich finde, das ist eine sehr, sehr natürliche Farbe für den Alltag und für die Schule. Als Highlighter benutze ich jetzt die Farbe Foxy aus der Basic Urban Decay Palette, ja, Naked Palette genau, und die kommt direkt unter die Augenbrauen und ein bisschen halt in den Innenwinkel. Hier nehme ich den Highlighter von Mary Kay und das ist eher so ein Champagnerton. Den trage ich am unteren Wimpernkranz auf und ja, verblende das weiter nach hinten. Mit einem schwarzen Lidschatten gehe ich am unteren Wimpernkranz ungefähr bis zur Mitte und verblende das Ganze. Dann highlighte ich noch meine Innenwinkel und gehe dann direkt zum Eyeliner.
Der Eyeliner ist von Alverde und den trage ich mit einem angestrickten Pinsel von Essence auf. Und was ich immer mache, ist, ich winge das wirklich weit nach außen, weil das ist eher so ein Make-up. Ich mache ja auch nichts Dunkles, sondern eher alles natürlich gehalten und deshalb ist mir der Eyeliner wirklich sehr wichtig. Manchmal sehen die einfach nicht gleich aus und dann muss ich die einfach mit so einem Wattestäbchen wegmachen und dann komplett neu und dann sind es Zwillinge. Dann komme ich jetzt mit der Wimpernzange dran und biege meine Wimpern und trage dann die Maximum Volume Mascara von Essence auf und die ist so gut, ne? Die teilt die Wimpern, also trennt die nicht teilen, die Wimpern so extrem gut. Deshalb trage ich die als erstes auf und wenn ich die dann aufgetragen habe, nehme ich dann eine andere Mascara, weil die gibt mit diesen Volumeneffekt. Deshalb brauche ich die I Love Extreme in Pink noch einmal ganz kurz, ein Coat und trage dann wieder diese Maximum Volumen Mascara an den unteren Wimpern auf, denn da geht es am besten, weil sie das ja so schön trennt. Jetzt kommt es zu den Lippen und da trage ich einen Lipbalm auf, das ist einfach die perfekte Base, wenn ihr einen Lippenstift aufträgt. Und hier trage ich den Kiko Lippenstift auf, den gab es mal früher, das ist einfach ein Gloss und ein Lipstick zusammen. Und das ist in der Farbe Berry, deshalb einfach so einen super süßen Lippenton. Und jetzt geht's an die Haare. Als erstes bürste ich natürlich meine Haare, denn ich bin gerade eben aufgestanden und ich habe einen wilden Schlaf. Heute wollte ich mal meine Haare aus dem Gesicht haben, deshalb mache ich hier jetzt diese Frisur, die ich bei meinen vier Schulfrisuren-Video, Anti-Wind-Video gemacht habe. Und zwar ist das diese Crown, also diese Art Krone aus dieser Dutch Braid. Und wenn ihr das Tutorial sehen möchtet, unten in der Infobox, es geht super leicht und ich finde einfach, es ist perfekt für die Schule. So, noch ein paar Bobbypins und dann seid ihr eigentlich schon fertig. Sieht doch geil aus, oder? Also ich habe irgendwie das Gefühl, das hat irgendwas Fancyes. So, das ist meine Frisur für den Tag. Super easy, super schnell. Und Schmuck trage ich natürlich auch. Ich liebe es, goldenen Schmuck zu tragen. Und da habe ich diese Ohrringe, die so halb verkorkst aussehen, aus Accessorize. Dann meine Uhr und hier diesen Armband aus Italien. Ein Eisenring und so eine kleine Mini-Krone. Und die habe ich aus Claire's. So extrem süß. Ich trage die nur noch. Und dies ist eigentlich so mein Schmuck für den Tag. Ich bin nicht so der Fan von Ringen, also trage ich meistens nur diesen einen Ring und eine Uhr muss immer sein, deshalb hier eine Uhr und mein Lieblingsarmband. Dann die Krone. Hat nicht gepasst. Als Eyecatcher habe ich jetzt hier eine Statement-Kette, die ich geschenkt bekommen habe. Das ist eher in so ein Rose Gold, aber das umrandet so gesagt noch das ganze Outfit. Für die Nägel habe ich jetzt hier die Farbe The Salmon Dance von der LE Hip Trip und ich finde einfach Nude-Farben gehen immer. Hier noch ein Parfüm, das ist das Love Mini und ich liebe es. Wie ihr sehen könnt, sehr schlicht und sehr einfach. Eigentlich ist dieser Eyeliner so dieser Eyecatcher und hier habt ihr jetzt noch ein What's in my school bag Tag und irgendwie sind die Emojis voll durchsichtig. Aber das ist meine Schultasche und da ist meistens Wasser drinne. Was heißt meistens immer? Mein Portemonnaie ist von Oily, super schön. Und hier ein Regenschirm, es könnte immer regnen. Mein Schokoticket. Hier noch Taschentücher, Infektionsgel. Ja, ich bin so ein Junkie. Und dann hier ein Parfüm, mein Schlüssel und das Bild mit Justin Bieber. Oh yeah, I have to. Hier noch eine kleine Handcreme und dann habe ich, eine Taschenlampe. Wow. Und hier sind noch Brillenputztücher, denn ich bin Brillenträger, deshalb kommt auch hier jetzt die Brille rein. Und dann noch mein Schulkalender, den habe ich aus Metro, gibt es überall eigentlich. Und natürlich darf eins nicht fehlen, und zwar mein Mäppchen. Das habe ich aus Rossmann, ist eigentlich eine Make-up-Tasche, aber who cares. Und abschließend meine Schulmappe, die habe ich aus Mac Paper und da tue ich eigentlich immer meine Schnellhefte rein. Und die passt meistens auch in die Tasche und da muss man einfach ein bisschen drücken. Und das ist eigentlich alles, was ich zur Schule mitnehme. Hier noch mein iPod und abschließend wirklich jeden Morgen mache ich ein Instagram-Foto mit dieser App, denn ich finde einfach, Instagram ist eine gute Idee, euch einfach ein Update zu bieten. Und bei dieser App könnt ihr auch diese Lichtreflexion
rein in das Bild packen. Also da fragen mich immer 1000 Leute, wie das geht. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dann sehen wir uns in einem anderen Video wieder. Bye, bye!